Mein Name ist Seresa und das hier ist Bloodborne, die Geschichte und Hintergründe. Oder vielmehr Bloodborne, ein Kelch voller Geschichte. Ich habe mich an den neuen Titel noch gar nicht ganz gewöhnt. Ich merke ja auch gerade mal. Schon viel besser. Wir sind momentan immer noch dabei, die ganzen Kelchverliese durchzumachen und haben letztes Mal endlich den verfluchten, oder ich glaube im Deutsch heißt er der verunreinigte Fumero-Kelch betreten. Und dann habe ich mir eine halbe Stunde lang an einem Boss die Zähne ausgebissen und damit mache ich jetzt auch so gerade weiter. Also ich habe zwischen den Folgen ein klein bisschen das Hauptspiel weitergespielt, ein bisschen gefarmt, habe vor allen Dingen mal den verlorenen Parasiten aufgerüstet. Der ist jetzt besser als der Parasit, den wir vorher hatten, aber für den Hund immer noch nicht gut. Ein klein bisschen gelevelt, eigentlich nicht weiter wichtig. Was wichtig ist, ist, wir legen uns jetzt mit diesem Hund nochmal an. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. So, hier waren wir. Verfluchte Fumerianische Verschmutzung heißt das ganze Ding. Deswegen war ich auch gerade so verunsichert. Aber es ist ja eigentlich irrelevant, wie genau das heißt. Ich renne mir jetzt weiterhin den Schädel an diesen Hund ein. Ich habe mir auch vorgenommen, dass, wenn es eine halbe Stunde gedauert hat, ich wahrscheinlich ab dann mal probiere, Hilfe zu beschwören. Das heißt natürlich nicht, dass wir welche finden. Das ist ja immer so ein bisschen hakelig, ob man überhaupt Hilfe findet, ob die was nützt und so weiter. Ich werde es bestimmt auch mit diesem NPC-Jäger. Ich drücke auch noch diese Taste. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe zu viel Dark Souls gespielt, wo die Taste, auf der man sich in Bloodborne heilt, ist in Dark Souls die, wo man zwischen einhändig und zweihändig wechselt. Und ich wollte eigentlich auf zweihändig wechseln. Die Gewohnheit ist das. Naja, ich renne jetzt einfach mal rein. Wir schauen mal, was passiert. So, und irgendwann nutze ich das aus, wenn er weit weg ist, und schieß mal ein bisschen auf ihn. Quatsch hier mal wieder. Macht irgendwie gerne den Ansturm, der gute Hund. Habe ich kurz auf den Beinen geklemmt.
Wow. Asoziale Attacken hat er drauf. Ah, ich hab seinen Kopf kaputt gemacht, schön. Man beachte, dass wenn ich seinen Kopf treffe, okay, dass ich mittlerweile 600 Schaden damit mache. Mit dem schwarzen Mittelauge. Einfach weil sein Kopf kaputt ist. Das ist ja richtig nett. Ich habe halt keine Munition mehr dafür. Ah. Dann nehme ich mal kurz den hier. Man weiß ja nie, was passiert. Jetzt muss ich hier in die Lava reinspringen. Eieiei. Ah. Jetzt macht er wieder die Explosion. Okay. Es hat sich zwischen den Folgen, wie gesagt, eigentlich an dem, was ich jetzt hier an Schaden gemacht habe, nicht viel geändert. Ich habe 3 Punkte mehr Arkan. Aber scheinbar hat einfach die sehr lange Pause geholfen, ein bisschen einen kühlen Kopf zu bekommen und sowas. Das war ja jetzt ganz nett. Und ich meine, ich habe zwar viel das Schwarzhimmelauge benutzt, aber man kann, glaube ich, nicht behaupten, dass er damit vergleichsweise einfach geworden ist, wie jetzt zum Beispiel der... Wie heißt der? Hüter der alten Fürsten. Der erste Boss von diesem Dungeon-Buch. Letztes Mal, jedes Mal bei mir die Verwirrung war, wer von beiden jetzt der Hüter, wer der Wächter ist, ob die überhaupt so heißen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der hieß, den wir gerade hier besiegt haben. Naja. Ich schau mal kurz, was das hier für ein Dunstblut-Edelstein ist, weil das sieht ja ganz gut aus. Das könnte sich lohnen. Ja, aber viel wichtiger ist natürlich der Kelch, den wir bekommen haben, nämlich Entweiter Wurzelkelch. Verfluchter und entweihter Kelch ist der, in dem wir gerade sind, und den entweihten Wurzelkelch, lese ich gerade mal vor. Wurzelkelch, der mehrere Labyrinthziegel bricht. Dieser verfluchte Kelch ermöglicht ein besonderes Ritual, darf aber nicht leichtfertig eingesetzt werden, da die folgende Verwandlung sehr drastisch sein kann. Das alte Labyrinth wurde von den Thumerern gestaltet, übermenschlichen Wesen, denen nachgesagt wird, das Wissen der unheimlichen Wahrheit entschlüsselt zu haben. Dieser letzte Absatz kommt mir bekannt vor, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht irgendwie... Ha, der ist tatsächlich auch schon beim Zentral-Thumero-Kelch dabei. Das ist ja witzig. Das klingt quasi so, als wäre prinzipiell dieser verfluchte Kelch, also das Ritual, mit dem man hier in dieses verfluchte Thumero kommt, gar nicht tiefer als das zentrale Thumero, also die Ebene 2. Der Unterschied ist nur, dass hier die Gegend eben verflucht ist und dadurch... irgendwelche anderen Monster hier rumrennen und so weiter. Vielleicht ist es hier deswegen einfach gefährlicher. Könnte gut sein. Also natürlich sind die Gegner hier auch einfach stärker als im zentralen Thumero, weil das ist Ebene 2 und wir sind jetzt auf Ebene 4. Aber vielleicht ist das zumindest so auf einer geschichtstechnischen Ebene der Grund, warum dieser Kelch so gut gehütet ist oder was auch immer. Willkommen da. Was für... Nun gut, lass... Oha, 11.000 Echos brauchen wir mittlerweile. Ich glaube, dann poppe ich hier mal was, wie man so schön sagt. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie viel das bringt. Gucken wir mal 5.000. Wir brauchen wahrscheinlich noch so 3. Natürlich sind die Vorräte an Kaltblut mittlerweile ein bisschen mau. Größtenteils natürlich deswegen, weil... ich die ganzen Großen jetzt mittlerweile verbraucht habe und mit dem Charakter natürlich keinen neuen eingesammelt habe, wo auch. So. Ich bringe Arkan jetzt auch noch weiter hoch. Das bringt, habe ich ja schon mal erklärt, über 50 bringen die Werte eigentlich nicht mehr so viel für den Waffenschaden und so weiter. Weil die Waffen, die mit dem jeweiligen Wert, also Stärke, Schick, Blutpferd und Arkan, je nachdem, die Waffen skalieren ja mit verschiedenen Werten und die erreichen auf dem Wert von 50 bereits 85% ihres Schadens und auf 99 dann halt 100% ihres Schadens. Das heißt,
Ich muss 49 Punkte mehr investieren, um 15% mehr Schaden zu erhalten. Lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Aber Arkan skaliert ja auch die Jägerwerkzeuge und die wiederum skalieren bis 99 hoch immens gut. Das heißt, wenn ich diesen Wert auf 99 bringe, machen die ganzen Jägerwerkzeuge einfach einen absurd hohen Schaden. Und das möchte ich mir ja nicht entgehen lassen. So, ich gucke dann einfach gerade mal, was mit dem Blutedelstein ist. Das gehört ja auch dazu. Ah, okay. So, 270, das ist doch schon mal eine Ansage. Okay, dann wechsle ich auch mal wieder die ganzen Runen, weil jetzt können wir ja wieder mit der Seidenpflanze unterwegs sein und die große See brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. So, dann kann ich auch mal die Kleidung wechseln. Was haben wir denn heute? Ich nehme mal das Set von Jura. Ich glaube, das habe ich bisher nicht getragen. Wenn doch, dann ist es halt jetzt so. Wer ist das denn? Aschenjäger, genau. Ich glaube, ich nenne auch diese Hüter der alten Fürsten. Habe ich bisher ja relativ viel einfach aus Versehen die Aschenjäger genannt oder die Knochenaschenjäger. Ich glaube, dabei belasse ich es auch, damit die Verwirrung nicht ganz so groß ist. Natürlich ist dann die Verwirrung groß, wovon ich denn überhaupt gerade rede. Ist aber, glaube ich, einfacher als dieser Unterschied zwischen Hüter und Wachhund. Und ja, Wachhund heißen sie ja gar nicht. Beschützer oder was auch immer. Aufpasser, genau. Ist mir irgendwie zu, ja, ich sag mal, zu kompliziert. So. Okay, dann geht's wieder rein. Dann können wir ja jetzt auf die dritte Ebene runter. Ja, fantastisch, oder? Natürlich wartet in der dritten Ebene ein Boss, der nochmal eine ganze Ecke knackiger ist. Oder ja, okay, da scheiden sich die Geister. Ich finde persönlich den Aufpasser von eben eigentlich den schwersten Boss in diesen ganzen Verließen. Aber der jetzt kommt, ist halt für viele Spieler wiederum der schwerste Boss. Es ist halt, es hängt halt ein bisschen davon ab, wie man spielt. Ich behaupte mal, für den Charakter, den wir gerade haben, ist der nächste Boss ein bisschen leichter, weil er gerade für Arkan-Charaktere ein wenig einfacher ist, einfach weil man Fernkampf beherrscht. Und das ist bei dem nächsten Boss von großem Vorteil. Aber da brauche ich jetzt noch gar nicht viel von zu reden, weil jetzt muss ich erstmal zu dem Boss hinkommen und das ist richtig garstig. Wir sind wieder in einem von diesen großen Räumen hier. Nach rechts geht es nicht weiter. Und da hinten rennt halt schon wieder so ein Hüter mit seinen zwei Hunden rum. Das ist natürlich auch wieder asozial. Ah, ich hab's geschafft, nur einen anzulocken. Ah, ja, ja. Nachdem der Boss gerade so gut lief. Ah, ich glaube, jetzt hat er Feuer gemacht, ja. Ich habe letztes Mal kurz davon geredet, dass diese Hunde ein bisschen Feuermagie beherrschen. War mir aber nicht mal mehr sicher, ob die das wirklich können, weil die es sehr, sehr selten nur machen. Jetzt haben wir gesehen, sie beherrschen es auf jeden Fall. So, dann probieren wir das gerade einfach nochmal. Das ist auch einfach eine Gegnerart. Die sind garstig. Das ist wirklich kein Spaß, gegen die zu kämpfen. Oder was heißt, es ist kein Spaß, es ist jedenfalls echt übel. Und ich weiß halt auch nicht so genau, ob ich jetzt gerade einfach Glück hatte, dass nur einer gekommen ist. Aber normalerweise kommen natürlich gerne mal mehrere von denen. Und das ist natürlich, bei da kann man sich natürlich einen kleinen Spaß machen. Ja, man kann versuchen, den mit einer Knochenklinge gegen die Hunde zu hetzen. Ob es funktioniert? Nein. Also prinzipiell funktionieren tut es natürlich schon. Ob ich es hinkriege? Ich habe es jetzt letztens einmal schon hingekriegt, ob das jetzt wieder klappt. Gerade weil die trotzdem ja auch sehr stark sind. Man sieht ja, der tötet mich ja auch wieder mit drei Schlägen. Ich probiere es trotzdem nochmal so, weil das fand ich eigentlich ganz witzig.
So wird das natürlich nichts. Ich kann ihn nicht mit der Klinge schlagen, bevor er mich schlägt. Das müsste ich zeitlich zu genau abstimmen. Dann überlege ich mir gerade, ob ich einfach was ganz anderes mache, weil ich glaube, hier kann man irgendwo auch einen NPC-Jäger beschwören. Da muss man aber ein bisschen weiter rein, da muss ich an denen erstmal vorbeikommen. Mit denen mich aber so wirklich anlegen. Ich probiere es jetzt einfach einmal noch, die einzeln normal anzulocken. Ich schmeiße den ganzen Quatsch wieder weg. So. Ja, ist eigentlich gar nicht blöd, den kräftigen Blutcocktail zu benutzen, um die Hunde vom Jäger wegzulenken. Das werde ich erstmal weiter verfolgen. Ich werde sie zumindest mal da behalten für diesen Fall. Das war ja mal nix. Geil. Mich ein bisschen zurück und hoffe, dass der Rest mich vergisst. So kann man das natürlich auch alles machen. Ich meine, ich habe den Boss schon so getötet, dann mache ich das jetzt bei dem natürlich auch so. Alles klar. Alles klar. Selbst die Hunde einzeln sind schon für mich ein gewaltiges Problem. Aber ich denke, man erkennt gerade jetzt, wo er so rumzappelt, die Ähnlichkeit zur bestienbesessenen Seele, also diesem einen Boss, der dieses Widdergeweih hat und der auch aussieht wie so ein, ich nenne es mal Wolf, der im unteren, ich glaube in Loran war der, im leidenden Loran war der erste Boss im zentralen thumerischen Labyrinth vielleicht, also in einem von den thumerischen war auf jeden Fall auch ein Boss. Und er war auch in der Wachweltkammer auch einmal vor. So, was ich jetzt mal mache, ist blaues Elixier nehmen und einen Blutcocktail und versuchen durchzukommen, ohne mich mit all denen anlegen zu müssen. Da in diese Tür rechts rein will ich. Ah, will ich, ja. So, dann hoffe ich mal, die sehen mich nicht, während ich hier drinnen sitze und warte. Dann muss ich eine Tür weiter. Jetzt ist es natürlich gruselig, weil sobald die mich sehen, bin ich natürlich tot. Naja, das Wartespiel. Schön. Genau hier rein möchte ich doch. Also. Okay. Da kann ich nämlich jemanden beschwören. Hier kann ich diese Tür jetzt einfach von der Seite aufmachen. Dann ist es natürlich leichter, an denen vorbeizukommen. Ich weiß natürlich auch gar nicht mehr, wo hier der Hebel ist und sowas. Wen haben wir denn hier? Voila, den hatten wir ja schon mal. Das ist einer von den Kirchenjägern, die scheinbar hier im Labyrinth irgendwann einfach verrückt geworden sind. Denn der rennt mit dem amygdalanischen Arm rum.
und trägt, glaube ich, das verrückten Gewand, wie es auch dieser eine Boss im Hintergrab getan hat. So, dann gehen wir mal hier runter und schauen mal, ob ich hier unten mehr Erfolg habe als oben. Okay. So, er kommt runter. Puh, ich gehe mal hier lang. Und ich wechsle mal die Waffe auf den Sägespeer, genau. Falls hier irgendwelche Bestien jetzt kommen, Ratten oder sowas, die sind natürlich gegen Feuer anfälliger. Aha, Okay, hier ist so ein Raum. Ist hier auch ein Gegner irgendwo, oder? Ist das eine Falle? Also mir kommt es jetzt hier sehr verdächtig vor, dass hier ein Raum ist, in dem... Oh. Scheinbar einfach kein Gegner ist. Oh. Ritualblut 5. Ist nur eine Rüstung. Ganz komisch. Naja, wir sehen es ja gleich. Ich mache einfach mal diese Truhe hier auf und hoffe auf mein Bestes. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass von oben von diesem Balkon ganz viele Gegner runterhüpfen. Aber auch das passiert nicht. Und ansonsten... geht es hier jetzt scheinbar auch gar nicht wirklich weiter. Ja. Nur ein Weg? Na okay. Haben wir das immerhin schon mal abgeschlossen. So, ich muss auf Valar warten. Der ist natürlich größtenteils jetzt dafür gut, für mich die Gegner abzulenken. Weil ich echt nicht weiß, was hier kommt. Ist auch ein ganz gutes Frühwarnsystem. Ah, tatsächlich, warten. Wow, okay, so einer ist hier dabei. Schon hat er sich bezahlt gemacht, der gute Valar. Er tankt zumindest für uns. Macht doch okayen Schaden, wie es aussieht. Oh, hier ist schon der Hebel. Dann weiß ich gar nicht so genau, was hier noch alles auf uns warten soll. Ich habe das Gefühl, es kann es ja noch nicht ganz gewesen sein, aber ich traue mich natürlich nicht, den Raum oben großartig zu erforschen, solange da dieser Jäger mit seinen beiden Hunden rumrennt. Wäre natürlich auch sehr gut möglich, dass vor dem Boss noch eine Abzweigung kommt. Das sehen wir dann. Also ich rechne eigentlich ehrlich gesagt ganz fest damit. Ah, da drüben ist noch eine Tür. Na also. Okay. Wow. Alles klar. Die wollen es auch wissen. Jetzt ist natürlich hinten auch noch diese Tür. Das ist jetzt natürlich spannend, was da sein könnte. Ich sage, da ist Ritualmaterial und ich glaube, da habe ich kein Interesse dran. Also heißen, da kann eigentlich nicht großartig noch irgendwas kommen. Ich glaube, wir haben im Grunde genommen alles gesehen. Ich möchte ehrlich gesagt lieber zum Boss. Da habe ich jetzt mehr Lust drauf und der ist halt auch einfach ein bisschen... was Größeres, also das soll heißen, an dem beißt man sich dann eh eine ganze Weile, wie gesagt, die Zähne aus. Das heißt, ich... werde noch genug Problemchen haben. Ah, hier kann man aber auch jemanden beschwören, schön. Ich frage mich, wer es ist. Königinmörder. Den hatten wir ja letztes Mal auch. Das ist ja scheinbar möglicherweise Alfred. Nicht. Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal da rein und wir gucken mal, wer der Boss ist. Ah, schön. Amygdala. Fürst Amygdala. Ich bin da.
Wow. Ich bin einfach blöd. Ich habe irgendwie gedacht, er würde, wie heißt es? Ja, wie heißt es schon? Er würde diesen Schleim auskotzen. Wow, wow, wow. So, geht ganz okay. Wie gesagt, als Fernkämpfer ist der natürlich ein bisschen einfacher als Nahkämpfer. Da muss ich jetzt mal ganz normal ran. Ah, das war dumm. Falsche Taste gedrückt. Naja, passiert. Schon bei der Eingeweide-Attacke angelangt. Das Schöne ist gerade so, diese ganzen großen Verwandten, diese ganzen riesigen Großartigen und sowas, die halt so alienartig sind, also Amygdala, Evaporators und so, die am Kopf so verletzlich sind, die sind natürlich für Fernkämpfer, wie wir es ja quasi sind als Arkan-Charakter, ein bisschen einfacher als einfach, oh. Einfach weil man halt immer den Kopf angreifen muss. Und der Kopf ist mit Fernkampf natürlich sehr leicht erreichbar. Ich glaube, sie ist auch nicht unbedingt so stark. Ah, jetzt bin ich wieder gesprungen, das war keine Absicht. Ich glaube, sie ist nicht so stark gegen Arkanschaden. Ich habe sie jetzt schon wieder gesiezt. Was heißt gesiezt? Jetzt habe ich sie schon wieder als weiblich angesprochen. Naja, was soll's. So ist es. Ich werde es mir, glaube ich, nie angewöhnen, Amygdala als weiblich anzusehen. So ist es einfach. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Warum ich dachte, das wäre eine gute Idee. Schön. Jetzt müsste er sich langsam die Arme ausreißen. Es läuft bisher auch ernsthaft ganz gut. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so verhältnismäßig gut laufen wird. Aber jetzt beginnt natürlich der schwere Teil.
Ja, ah, oh Gott, diese. Ja, okay. Dann war doch nochmal Schluss. Man hat es vielleicht gerade gesehen, aber die, diese Energieexplosion, die aus den Händen von Amidala kommen am Ende, die haben noch so eine, im Englischen nennt man es Lingering Hitbox. Also so eine, ja, die Hitbox von diesem Zauber bleibt noch eine Weile bestehen, wenn er eigentlich schon nicht mehr sichtbar ist. Das ist ein bisschen blöd, das heißt, die Nova ist weg und man springt hin und kriegt trotzdem noch den Schaden ab. Das ist mir gerade passiert, das ist natürlich unschön. Aber so ist es eben manchmal einfach. Ich glaube, da versuche ich mich jetzt weiter dran. Die Taktik eben funktionierte ja ganz gut, also ich kann mich nicht beschweren. Ich werde das alles natürlich noch ein bisschen verfeinern müssen, aber eigentlich könnte das ganz gut klappen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Boss heute noch gelegt wird. Besser so, ich habe keine Lust, 1,5 Stunden jetzt am selben Boss. Das war jetzt reiner Glückstreffer. Ich müsste eigentlich gar nicht so feige sein. Man hat ja mit dem Parasiten eine doch relativ hohe Reichweite. Das kann ich natürlich auch eiskalt ein bisschen ausnutzen. Au! Aber natürlich viel spaßiger so. Okay, das macht mehr Sinn, es so zu machen, als glaube ich, als die Eingeweide-Attacke. Wenn ich das nächste Mal eine bekomme, muss ich mal gucken, wie viel Schaden das ist. Dass ich nicht Schaden verschenke, aber will es ja immer so effizient wie möglich gestalten, also ich zumindest. Mag das sehr gerne, wenn ich wirklich den maximalen Schaden raushaue. Ei, diese hüpfende Attacke. Was war das denn? Also man hat es, glaube ich, gerade ganz deutlich gesehen. Ich bin reingehüpft und habe einfach Schaden aus dem Nichts bekommen. Mal wieder diese Hitbox-Sache. Ah, ist gut. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Teil angekommen. Eieiei, wie weit ich weg war und trotzdem den Schaden bekommen habe. Okay, der war echt dumm. Gute. Ich hab schon verpasst, wie ich den Hund besiegt habe. Oh, wow, nicht gut. Manchmal. Ah, da kann man aber auch die Ausweichanimation von diesen Parasiten einfach mal genießen hier. Hui! Oh.
Boah, diese Reichweite, Mann. Komm schon, Alter. Mach doch mal was Gescheites hier. Sei doch mal so freundlich. Ja, okay, das ist doch mal was. Ah, jetzt probieren wir das mal aus. Wenn ich das von Mist erzählt habe. Tatsache, die Nova lohnt sich mehr, als die Eingeweide-Attacke wirklich ausnutzen. Naja, okay. Wieder mal was gelernt. Es liegt natürlich daran, dass unser Charakter einen Skillwert von ungefähr 0 hat. Ich glaube, das ist 10 oder so. Also sehr wenig. Ah. Ich finde es erstaunlich, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen extrem große Probleme mit diesem Sprungangriff von Amygdala haben. Diesen hier. Und aus Gründen, die ich nicht verstehe, liegt mir das Ausweichen dabei einfach sehr. Irgendwie schaffe ich das relativ zuverlässig, diesem Sprungangriff auszuweichen. Hä? Was war das? So. Das war's schon. Zweiter Versuch, das ist ja gar nicht mal so schlecht. So. Verfluchter Nährkraft und Blutedelstein in einem Blutbrocken. Okay, alles klar. Also es ist tatsächlich vom Charakter her, also gerade so ein Arkan-Charakter mit dem Kursparasiten ist quasi die Antwort auf Amygdala schlechthin. Dieser Boss macht natürlich vielen Leuten sehr viele Probleme, gerade als Nahkampfcharakter muss man dann immer wieder reinrennen, den Kopf schlagen, wieder rausrennen. Das ist schon echt schwierig. Aber mit so einem Charakter geht es ganz gut. So, also war ganz schön viel schneller. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, den heute überhaupt noch zu legen. Aber wir schauen einfach mal, was jetzt noch übrig ist. Ich lese dann einfach mal den Kelch, durch den wir gerade gekriegt haben. Und ich gucke, was wir für ein... Das klingt eigentlich ganz gut. Das ist sehr gut. Alles klar. Also schauen wir mal, was haben wir denn bekommen? Nämlich den Großer Thumeru Ihil Kelch. Das ist ein ganz komischer Name. Ein Kelch, der ein Labyrinthsiegel bricht. Große Kelche schalten tiefere Bereiche des Labyrinths frei. Thumeru Ihil war sowohl der Name der thumerischen Monarchin als auch der Hauptstadt. Dies zeigt, dass die früheren Thumerer einfache Wächter der schlummernden Großartigen waren, ihre Nachkommen aber nach einem Anführer verlangten. Das ist schon eine ganz intense Information eigentlich, weil es ja im Grunde genommen sagt, dass diese Thumera mal gar keine Anführer hatten. Dass die wirklich nur Wächter waren und sonst gar nichts. Und irgendwann wollten die einfach Wächter haben. Wäre gut möglich. Ich meine, es ist ja bestimmt kein Zufall, dass wir das hier von Amygdala bekommen und Amygdala hier der Endboss in dem verfluchten Thumero-Kelch ist, dass die Tatsache, dass die Thumera sich einen Anführer gesucht haben, obwohl sie eigentlich nur auf die Großartigen aufpassen sollten, dass das den Zorn eines Großartigen auf sich gezogen hat, der sie dann hier verflucht hat. Das könnte natürlich hier quasi so Ground Zero für den Niederfall der Thumera sein, dass hier der Fluch stattgefunden hat, womöglich von Amygdala selbst verhängt. Ist zumindest das Naheliegendste. Wir haben jetzt hier sonst keinen Großartigen, bei dem wir sagen könnten, der war es bestimmt. Ich meine, man kann da auch argumentieren, dass es womöglich Ebrietas oder Öden war. Aber man kann immer mit Öden argumentieren. Bei Ebrietas wirkt es ein bisschen komisch, wenn man sich anguckt, was mit Ebrietas so los ist. Aber dazu später mehr. Ich gehe nochmal in den Traum zurück. Also für mich sieht es relativ deutlich danach aus, dass Amygdala der Großartige ist, der die Thumera verflucht hat. Ich meine, wir finden ja auch den Leiden des Loran-Kelch bei Amygdala in der Albtraumfront. Und das leidende Loran ist ja auch zugrunde gegangen. Für mich scheint es fast so, als wären die Amygdala sowas wie die Vorboten des Niedergangs eines Reiches oder sowas. Vielleicht verhängen die den Fluch, vielleicht üben die den Fluch auch nur aus. Ich meine, wir haben ja auch den Fluch von Kors über die bluttrunkenen Jäger. Und da ist ja auch ein Amygdala an der Ödenkapelle und schnappt sich einfach alle bluttrunkenen Jäger. Das ist ja quasi genau, was dieser Fluch ist, dass man dann in diesen Albtraum transportiert wird. Vielleicht sind Amygdalas wirklich nur sowas wie die Handlanger der verschiedenen Großartigen und führen diese Flüche, die ausgesprochen werden, einfach aus. Wäre natürlich auch eine Option. Man weiß bei Amygdala halt nicht so genau, was das jetzt ist, weil ich glaube, ja gut, es gibt eine Quelle, die besagt, dass Amygdala ein Großartiger wäre. Diese Quelle ist aber so ein bisschen fragwürdig. Es sind nämlich die Trophäen vom PlayStation Plus, wo halt dann, wenn man einen bestimmten Boss besiegt, einfach eine Trophäe kommt und dann heißt es von mir, ja, du hast
Rom die geistlose Spinne besiegt und so weiter. Und da steht halt bei vielen Bossen dabei, du hast den großartigen Rom die geistlose Spinne besiegt und du hast den großartigen Ebrietas, Tochter des Kosmos, besiegt und so weiter. Und da steht es eben unter anderem auch bei Amygdala dabei. Da steht es aber auch beim, wie heißt er denn? Beim himmlischen Abgesandten dabei, der ja, ja, nicht wirklich ähnlich ist zu den anderen Großartigen. Da weiß man es natürlich nicht genau, aber das spricht ja eher wieder für den Fall, dass ich, was ich vorgeschlagen habe, dass Großartiger mehr so eine Art Power-Level an Einsicht ist. Dass ein Großartiger nicht zwingend stärker ist als alle anderen, dass das nicht eine bestimmte Rasse an Wesen ist, sondern dass das einfach Wesen sind, die eine gewisse Menge an Macht erlangt haben und dadurch werden sie einfach zu, dadurch erhalten sie quasi den Titel Großartiger, dadurch klassifiziert man sie als solche. Das können ja, wie wir gesehen haben, Kin sein, aber das können also Verwandte sein, das können aber auch einfach andere sein, weil zum Beispiel die namenlose Mondpräsent ist kein Verwandter, der Weißenknabe von Kors ist kein Verwandter. Es ist so, aber es gibt Verwandte. Ebrietas zum Beispiel ist ja eine Verwandte und die ist ja auch eine Großartige. Ja, und Mevarit schreibt es richtig, man wird ja selbst auch am Ende ein Großartiger. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, aber man ist ja dann so eine komische Schnecke. Das heißt, man ist ja überhaupt kein Mensch mehr. Aber das ist ja auch nur so eine Sache. Ich meine, wir haben ja Rom und der himmlische Abgesandte sind ja auch ganz eindeutig mal Menschen gewesen. Aber das heißt ganz eindeutig, zumindest beim himmlischen Abgesandten ist es relativ eindeutig. Bei Rom ist es auch so, habe ich glaube ich schon oft genug drüber geredet, ob das jetzt so ist oder nicht. Und das heißt, nur weil ein Mensch aufsteigt, heißt ja nicht, dass er nicht auch ein Großartiger ist. Bei Willem zum Beispiel, Meister Willem in Burgenworth, kann man ja auch den, kann man ja auch argumentieren, dass der vielleicht auch sowas wie ein Großartiger ist oder werden wird, weil dem wachsen ja auch schon diese komischen Pilze aus dem Genick raus und sowas. Das war auch mal, also wenn man sich das Konzept-Artwork zu Willem ansieht, war auch mal geplant, dass seine ganzen, seine Beine schon so eher so Wurzelgeflecht und sowas sind. So, ja. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Das heißt, ich bin nicht ratlos, was ich jetzt machen soll. Aber wir haben jetzt die Sache. Also wir haben jetzt großes Fumero Ihilkilch. Was uns da fehlt, sind 4 rotes Gelee. Oder uns fehlen 2 rotes Gelee. Das könnte ich theoretisch jetzt in der Wachwelt einfach besorgen. Finde ich aber bescheuert. Wo es man sich eigentlich herholen soll, ist nämlich vom Unteres Loran und vom großen Ist-Kelch. Das sind die ganzen anderen Stufe 5 Kelche. Und ich überlege gerade, was witziger wäre. Ich glaube, ich mache mal Unteres Loran jetzt als erstes. Wir sehen, wir brauchen Ritualblut 5 und so weiter langsam. Und ich wechsle mal unsere Kleidung. Was haben wir denn noch alles noch nicht angehabt? Schwarze Kelche, das hat man so lange an. Ich ziehe mal das gequälten Set an. Ich hoffe, das sieht nicht völlig bescheuert aus zusammen. Ja, geht so. Sind da abgehalfterte Pilz. So, ja. Bevor ich das jetzt mache, gebe ich mal unsere Echos aus. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas? Ich benutze einfach mal noch ein paar von denen hier. Gucken wir mal, wie die werden. Ja, das ist doch eine Ansage. Willkommen, was finden? Nun gut, lasst mich nicht. Hallo. Du hast schon wieder einiges verpasst. Nicht wohl. Ha. Okay. Also wir sind eigentlich mit Fiolen und Kugeln sind wir ganz gut bedient. So, dann schauen wir doch mal. Warte. Ah, einen Moment, bevor ich das mache. Ich guck mal, ob der Edelstein in unserem Parasiten besser ist und ich gehe eh davon aus, dass ich im unteres Loran eher den Sägespeer benutzen muss, weil da rennen ja wahrscheinlich auch eher Biester rum. So, was haben wir genau hier? Hammer, wie sich das lohnt. Schön. Immerhin 2 Schaden mehr, das hat sich doch schon auch bezahlt gemacht. Und dann nehmen wir euch mal den Sägespeer in die Hand und los geht's. Unteres Loran ist natürlich sehr vergleichbar mit dem leidenden Loran, ist ja klar. So, da heißen sehr viele Blitze, sehr viele Biester, sehr viele Spinnen, die beschworen werden. Aber ein kleiner
Kniff bei unseres Loran, finde ich, falls wir überhaupt heute noch so weit kommen, ist die Tatsache, dass alle drei Bosse zusammen so eine gewisse Art von, ja, von Geschichte erzählen. Es ist bei den großen Ist-Kelch genauso. Es ist so, klar ist jeder Boss für sich alleine wichtig und so weiter, aber nur alle drei Bosse in Folge ergeben plötzlich wirklich was ganz Eigenes. Ja, ich habe beide Bosse besiegt mit Renarande. Ich habe den Hund direkt beim allerersten Versuch heute besiegt. Und danach kam der Boss Amygdala wieder mal. Und das ging jetzt auch relativ fix beim zweiten Versuch oder so. Tatsache war einfach, dass Amygdala für einen Arkan-Charakter verhältnismäßig einfach ist, weil wir halt sehr viel Fernkampfschaden machen. So. Ich habe aber nicht nur Fernkampfschaden gemacht, falls das jetzt so klang. So, wir sind jetzt wieder im in Loran, also das kennen wir ja schon. Bestien besessen. Ich habe, glaube ich, den unteres Loran-Kelch jetzt noch gar nicht nochmal gelesen. Das riskiere ich jetzt gerade mal, auch dass, weil vielleicht Spinnen kommen. Ich lese nur den zweiten Absatz mal nochmal kurz vor. Es finden sich Reste von Spuren medizinischer Eingriffe des leidenden Lorans. Ob es sich um Versuche handelt, die Plage der Bestie oder den Grund des Ausbruchs unter Kontrolle zu bringen, ist unbekannt. Da habe ich ja letztens schon mal ein bisschen drüber geredet, im Zusammenhang mit der bluthungrigen Bestie, die wir ja im leidenden Loran bekämpft haben. Okay. Uah, was für eine gemeine Aktion. Da sitzt so einer so unschuldig in der Ecke und man denkt, man könnte sich anschleichen, dann kommt der hier angesprungen. Den da wollte ich nämlich eigentlich attackieren. Eine Loran-Silberbestie. Also ich meine, wir haben ja bei der blutigen Bestie, habe ich ja schon davon geredet, dass Adalas und sowas als Versuch, die Bestienplage zu heilen, scheinbar eben auch in diesem Bereich ausprobiert wurde. Geholfen hat es hier scheinbar genauso wenig, wie es in Yharnam geholfen hat. Ha, ein toter Hund, okay. Es wirkt natürlich jetzt bei den Tiefen, also das Schöne ist, ich habe da jetzt keine Zahlen für, ich kann jetzt nicht sagen, so ist es, aber es fühlt sich für mich immer sehr so an, als wären die Gegner auf Ebene 4 und Ebene, also Tiefe 4 und Tiefe 5 der Kelchverließer eigentlich gleich stark. Also ich habe bei allen anderen Kelchverließen merkt man, wenn man eine Stufe tiefer kommt, dass da plötzlich so ein richtiger Sprung drin ist, wie stark die Gegner sind, wie viel die aushalten. Aber von Stufe 4 auf Stufe 5 hin empfinde ich das überhaupt nicht. Boah. Ich dachte gerade, das wäre... ich habe wieder zu viel Dark Souls gespielt. Ich dachte, es wäre ein... boah. Wie heißen sie? Ein Dark Spirit. Also ein, wie ein anderer Spieler, der Invasion startet. Ist ja auch nicht wichtig. Ich habe mich jedenfalls erschrocken vor dem roten Geist. Also es fühlt sich eben anders, wenn die Gegner gleich stark auf Ebene 4 und 5 oder Tiefe 4 und 5. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass man dann im verfluchten Fumeru-Labyrinth nur so wenig Leben hat und es dadurch ja eigentlich erst richtig schwer wird. Und dann kommt man in auf die Tiefe 5 und ist plötzlich so, ach, so schwer ist es ja doch nicht. Und da hat man natürlich das Gefühl, man wäre plötzlich so viel besser geworden als vorher. Ist man natürlich nicht. Also vielleicht ist man es, aber das ist nicht, was den Unterschied macht, sondern einfach, dass die Gegner hier einfach mehr auf dem Niveau sind, das man eigentlich auch haben sollte. So, aber ich bin trotzdem zu blöd, um diesen Patienten zu treffen. Noch ein Verrückter oder was steht da unten? Niemand. Boah, Mann, ich muss doch. Eieiei, Leute. Eieiei, jetzt. Bin ich eingefangen. Ich habe die Falle noch gesehen und bin trotzdem aber draufgelaufen. Respekt, ne? Ist da nicht noch einer? Ja doch, warum kommt der denn nicht?
Aha, ich wusste es doch. Auch gemein. Er sitzt hier schön und wenn man die Truhe aufmacht, fällt er einem in den Rücken. Ach, das finde ich schön, dass hier diese Labyrinthe trotzdem immer noch sehr in diesem Stil sind, wie halt einfach Bloodborne und Dark Souls und sowas ist. Dass man immer wieder aufpassen muss, dass man nicht in irgendwelche Fallen rennt und so. Fallen, die ganz offensichtlich sind und dann rennt man trotzdem rein. Wie wir gerade erlebt haben. Okay, da waren wir in beiden schon. Ja, das ist tatsächlich ein riesiges Problem, dass man immer denkt, der Gegner wäre tot. Und dann hat er aber doch noch gerade genug Leben, um einen Schlag zu überleben. Gerade noch genug Leben, um das zu überleben, was man gerade angestellt hat. Und dann guckt man blöd aus der Wäsche, weil er einen doch noch schlägt. Das passiert mir auch relativ oft. Das ist vor allen Dingen gemein, wenn man eine Eingeweide-Attacke macht und man den Gegner dadurch eh abvisiert und dann fliegt er auf die Erde und dann denkt man, ja, okay, der ist tot und will weiter und dann steht er plötzlich wieder auf. Das ist immer eine Schrecksekunde wert. So. Wir haben schon wieder 77.000 Echos. Irgendwas sagt mir, dass hier bestimmt gleich irgendwelche roten Spinnen angerannt kommen. Habe ich so ein Gefühl, ich weiß nicht genau warum. Also ich weiß es wirklich echt einfach nicht, ob es passieren wird. Aber ich meine, es ist ein Loran-Kelch. Passiert immer so ein Quatsch. Ha. Oder wir haben Brücken, auch schön. Ah, jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch, welcher Kelch das ist. Okay. Okay, hier ist eine kleine Treppe. Da sitzt ein einzelner trauriger Chimera. Ah, normale Spinnen immerhin. Hier geht's schon wieder raus. Das ist nur so ein Verbindungsraum hier, glaube ich. Ich guck trotzdem mal, was hier alles so ist. Ah, da liegt doch irgendwas. Ja, ich meinte mit normale Spinne nicht, dass es eine normale Spinne ist, sondern dass es eine ist, die nicht von einer Glockenmaid beschworen wurde. Weil das ist ja das richtig Garstige. Das haben wir ja letztes Mal ja auch erlebt, wie lange man sich an denen die Zähne ausbeißen kann. Okay. Ich habe irgendwie den Augur nicht mehr. So. Nur so für den Fall. Okay, das ist nicht, wie ich gehofft habe, dass uns das passiert, aber. Hm. Hier schauen wir mal wieder kurz rein. Feuert uns Budelstein. Ja, okay. Das ist ja richtig komisch. Also ich weiß, dass das hier ein Kelchverlies ist, das man sehr, sehr gut abfarmen kann für Echos und so weiter. Weil das Kelchverlies, wie ihr gerade merkt, also gerade der ganze Bereich, bis man den Hebel gezogen hat, war ja jetzt sehr kurz. Es sind fast gar keine Gegner da gewesen. Und der Boss ist jetzt auch nicht das Umwerfendste auf der Welt. Ja, das ist witzig. Nur so eine kleine Randinformationen darüber, was hier so abgeht. So, Loran Silberbestie. Da weiß man jetzt endlich auch mal offiziell den Namen von dem Vieh. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt mich mit Eingeweideattacken umschlage. Weil, wie gesagt, so wenig Geschick. Das ist ja fast nichts. Jetzt speichern wir noch Feuer. Okay. Also ich weiß, dass man, wenn man den Charakter auf Geschick trimmt, und die Runen trägt, um mehr Schaden mit den Eingeweideattacken zu machen, dann ist es möglich, den wirklich mit einer einzigen Eingeweideattacke zu töten. Das ist natürlich geil. Da lohnt sich das natürlich mehr. Okay. Ah, es geht auf alle Viere. Hält trotzdem nichts aus. Also es ist eigentlich einer der schwächsten Boss im Spiel. Aber natürlich ist das Wichtigste an ihm zu wissen, dass er Loran Silberbestie heißt. Das heißt ganz explizit Loran Silberbestie.
vorher weiß man, wusste man das natürlich auch im Grunde schon aus dem Guide. Aber ja gut, das erste Mal haben es die Leute natürlich hier rausgefunden, weil der Guide wurde, kam nicht direkt raus, als das Spiel rauskam. Man beachtet, wie viele Echos das jetzt schon wieder sind. Also es ist kein Witz, dass dieser Kelch hier sich extrem lohnt, ihn einfach zu farmen. Also hier hat man die Information und das macht natürlich dann diese ganzen Spekulationen auf, dass die Albtraumfront zum Beispiel ein Teil von Loran wäre, weil Loran Silberbestien dort rumsitzen. Die kommen ja scheinbar aus Loran, die haben ja ganz explizit direkt damit zu tun. Nun gut, lass. Ich denke, das ist relativ nachvollziehbar, warum die Leute das, diesen Zusammenhang hergestellt haben. Okay, ich kaufe mal lieber ein paar Kugeln. Wir haben 500 Fiolen, 500 Kugeln. Ich bin ungern auf dem Maximum von diesen beiden Gegenständen, weil man dann jedes Mal, wenn man einen aufsammeln will, eine Meldung auf dem Bildschirm hat, von wenn du kannst es nicht aufsammeln, dein ganzes Lager ist voll gestopft und das muss man jedes Mal wegklicken, das ist natürlich sehr unpraktisch im Kampf. So, aber wir sind, glaube ich, eine Weile versorgt jetzt. So knüppeldicke kommt es, glaube ich, gar nicht mehr, dass ich denke, dass das alles aufgebraucht wird. Und selbst wenn, kann man ja relativ schnell sehr viele kaufen. Naja. Weiter geht's. Was die Loran Silberbestie hier gerade jetzt überhaupt nicht gemacht hat, aber ich glaube, das haben wir im normalen Spiel schon mehrmals gesehen, in der Albtraumfront, in dem Albtraum von Menzies, der ja quasi derselbe Albtraum ist wie die Albtraumfront, wie es aussieht, dass die Loran Silberbestie so eine Blitznova beherrscht. Ich habe ja auch letztes Mal nochmal kurz drüber geredet, nachdem wir gegen die widerliche Bestie gekämpft haben, die ja auch. Ah, okay. Die ja auch Blitze als Fähigkeit hat. Dass das natürlich wichtig ist, dass die Loran Silberbestie das kann. Weil es ein Zusammenhang ist zwischen der ja widerlichen Bestie und der Loran Silberbestie, der sich sonst so nicht ergibt, eben diese Blitzfähigkeit. Die sehen sich aber nicht sehr ähnlich so als Bestie insgesamt, habe ich das Gefühl. Weil die Loran Silberbestie zeichnet sich ja sehr dadurch aus, dass sie diesen zur Seite gekippten Kopf hat. Das ist zwar auch ein Thema, was in Bloodborne oft vorkommt, oder was heißt oft? Öfter als es in anderen Spielen vorkommt zumindest, dass Gegner seitlich gedrehte Köpfe haben. Am auffälligsten dabei eben die namenlose Mondpräsenz. Okay, jetzt haben wir den angelockt. Na toll. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es finde ich ja okay, weil wir haben jetzt gerade bei der. Waren ja gerade bei der Loran Silberbestie. Ist aber schon auch ein ganz interessanter kleiner Faktoid, dass eben die namenlose Mondpräsenz einen seitlich gedrehten Kopf hat und der Brustkorb der namenlosen Mondpräsenz scheinbar offen ist und ihre Rippen nach außen zeigen. Und es ist bei der Loran Silberbestie beides auch so. Beide haben eine Nova-Fähigkeit. Die sind zwar komplett unterschiedlich, aber das finde ich interessant, dass die namenlose Mondpräsenz, die ja vielleicht, kann man argumentieren, der Ursprung der Bestienplage ist oder so. Man weiß halt viel zu wenig über das Ganze, um wirklich sagen zu können, so ist es und so nicht. Sie ist zumindest der Ursprung der Jäger. Okay, das ist eine völlig sinnlose Abzweigung. Alles klar. Müssen wir in die andere Richtung. Ah, hier geht's auch lang. Nee, hier geht's gar nicht lang. Okay. Ist ja völlig absurd. Also das finde ich einfach sehr interessant, dass sie so eine ganz ähnliche Designphilosophie hinter den beiden Gegnern ist, obwohl die eigentlich sichtbar nicht viel miteinander zu tun haben. Was hier passiert. Aha, hier ist eine Falle. Oh. Okay, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber ich gehe erstmal oben lang. Immer erstmal oben. Okay, ist hier überhaupt irgendwas? Oh, da ist eine Tür. Wow. Was denn hier? Ich übersehe. Er saß bestimmt wieder an irgendeiner Wand und ich habe es einfach nicht gesehen. Okay, wenn hier eine Tür ist, die einfach zu ist, dann machen wir mal den hier.
Okay, weil, da habe ich ja schon mehrmals erzählt, man kann mit den Tentakeln durch Wände durchschlagen. Das ist natürlich praktisch. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ich hier ganz, ganz viele Spinnen antreffe, wenn ich das mache. Aber scheinbar bleibe ich noch verschont. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. Bisschen gruselig mit diesem ganzen Nebel. Man sieht nie wirklich weit. Okay, hier ist ein kleiner Raum. Das ist ja riesig hier. Das ist nochmal so ein Raum mit Brücken. Boah, das ist ein gewaltiger Dungeon. Schön. Weil man bekommt ja irgendwann doch so ein gewisses Gefühl dafür. Ah, cool, ein Werwolf auf der Brücke. Ein gewisses Gefühl dafür, wie groß diese Dungeons hier was sind. Wie viele Räume ungefähr immer... Ja, okay, dann tschüss. Da immer ungefähr so kommen. Aber manchmal überrascht es einen dann halt doch sehr. Das Gefühl, hier ist ein Loch im Boden gleich. Das war bei dem anderen Raum ja auch. Oh, oder sowas. Auch nicht schlecht. Ja, doch, hier ist ein Loch. Natürlich. Damit man schön... Aha, mh. Sehe ich nichts. Okay, da ist eine Spinne. Echt ein bisschen Sorge, dass Spinnen kommen, also von der Glockenmaid. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine gibt. Damit muss man eigentlich immer rechnen. Ha, okay. Ah, hahaha, am Arsch der Räuber. Oh Gott. Okay, hier sind zwei davon. Und tschüss. Ei, ich weiß nicht so genau, wie ich mit sowas umgehen soll jetzt. Das sind mir zu viele. Lass mich in Ruhe, ey. Boah. Ja, das mache ich jetzt mal auf die klassische Weise. Ich gucke einfach mal, ob hier irgendwo der Hebel ist und ignoriere die Gegner, weil... Boah, Alter, ja, hier sind sogar mehrere davon. Ja, alles klar. Ich kann mich gerade mal Ruhe lassen. Ich habe ja den Raum gerade abgesucht, da ist ja nicht mal was drin. Der ist ja quasi nur dafür da, dass man die Spinnen los wird. Ich frag mich, ob die hier drüber kommen. Okay, cool. Ey, wie viele das einfach sind. Wow, 1200 Echos. Na Mensch, der Aufwand lohnt sich ja immens. Oh. Oh, wo bin ich hier gelandet? Okay, Da geht's wieder raus auf die Brücken. Okay, ich glaube, ich überquere die Brücken gar nicht mehr, sondern springe direkt auf die niedrigere runter und guck, ob da unten der Hebel ist, weil, was soll denn das? Okay, dann weiß ich ja immerhin schon ungefähr, wo ich hin will. Als es gehört, ich meine, hier gehört es sich ja jetzt eigentlich nicht, weil ich mir vorstelle, mal relativ gut alle Dungeons, ja nicht immer, haben wir ja vorhin auch gesehen, dass ich da gerne mal einfach was ignoriere. Aber es gehört normalerweise, wenn man die Cache-Verliese macht, dazu, dass man einfach gnadenlos an allem vorbeirennt und ignoriert, was los ist. Ich frage mich, was hier unten ist. Und einfach nur den Hebel zieht und dann den Boss damit freischaltet und die ganz normalen Gegner keines zweiten Blickes würdigt. Es lohnt sich in den allermeisten Fällen ja wirklich auch einfach kaum,
Hier lande ich bestimmt wieder im großen Raum. Und es geht ja auch viel schneller, einfach durchzurennen, ist ja klar. Aber ich nehme mir das jetzt hier einfach mal an den Stellen wie eben raus, dass ich das nicht weiter angucke. Aha, noch so einer, okay. Da sind die Erden. Hier ist ein Verrückter. Ah, hier ist der Hebel oder was? Das ist ja völlig bescheuert. Au. Du spinnst ein bisschen. Ich zieh erstmal diesen Hebel, dann ist mir das auch egal. Das meinte ich eben mit dem, dass die Leute es überleben, wenn man eine Eingeweide-Attacke macht. Okay. Dann ist das ein ganz seltsamer Dungeon hier. Ich gucke trotzdem nochmal, was auf der anderen Seite dieser Brücken am Ende ist. Weil ich bin neugierig. Oder geht's hier? Nee. Okay, hier sind 2 Millionen Ratten. Und so ein Typ mit Feueräxten, alles klar. Ah ja, okay, das war natürlich die Idee. Ja, was ist smart von mir? Ach, die Tentakel sind einfach eine extrem geniale Waffe. Das ist halt vor allen Dingen die Reichweite und die Tatsache, dass man ein relativ großes Feld damit abdeckt, was gegen Gruppen, wie man sieht, gar nicht mal so verkehrt ist. Obwohl die Ratten eigentlich durch Feuer mehr Schaden kriegen würden, habe ich das Gefühl, die Tentakel sind da besser. Naja, genug davon geredet. Auch nicht schlecht. Okay, lässt sich was fallen. Ist hier überhaupt irgendein Weg oder ist, wofür ist dieser Raum gut? Ist hier auch irgendwo ein Loch im Boden, wo ich hier dann reinfallen soll oder so? Ist ja ganz komisch. Ah. Immerhin ein bisschen Kaltblut. Das schadet ja nie. Okay. Also das hier ist, glaube ich, mit Abstand einer der allergrößten Abschnitte in den Kelchverliesen überhaupt. Ich habe das Gefühl, hier sind so viele verschiedene riesige Räume, die teilweise zu überhaupt nichts führen. Ich meine, den Hebel zu finden ist ja hier der kürzeste Weg der Welt gewesen jetzt. Komisch. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal nochmal zu diesen Brücken rüber, spring einfach runter und guck, ob da was Spannendes kommt. Aha. War hier nicht noch ein zweiter Freund? Ah. Okay. Hier stehen auch immer diese Kerzen. Ich denke jedes Mal, dass da Gegenstände liegen. Aufführung falscher Tatsachen oder so ähnlich. Genau, hier springe ich jetzt einfach runter, so. Und hoffe, dass die Spinnen nicht wissen, dass ich da bin. Da unten ist nämlich so ein Schatzraum, da gucken wir doch viel lieber mal rein. Oh, schön. Okay, noch passiert nichts. Ja, das ist eigentlich ein bisschen eine lahme Taktik, aber ich mache es gerne trotzdem. Ah! Eine arme, einsame, kleine Loran-Silberweste mal wieder. Na komm her.
Wenn die wirklich alleine ist. Dieses Feuer sprengen, das ist eine blöde Attacke. Ah, jetzt hat man es kurz gesehen, die hat versucht Blitze zu kanalisieren. Naja, ich habe es mal wieder verhindert. Mhm. Blühende Kaltblume, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt brauchen, aber wird auch nicht schaden. Mittlerweile ertrinken wir fast in allen möglichen Ritualen. Ah, rotes Gelee, okay, gut, dass wir hier waren. Genau das suchen wir ja eigentlich. Davon kann man auch nicht genug haben. Weil Ritualblut 5 brauchen, glaube ich, alle von den Tiefe 5 Kelchen eine ganze Menge. Immer so 9 bis 11 oder sowas. So relativ viel. So, ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier rüber und schau mal, ob da drüben jetzt noch irgendwas ist, außer Spinnen. Da stand nämlich auch eine Truhe in der Mitte. Da waren einige gemeine Werwölfe. Einige gemeine Werwölfe. Ah, der eine hat sogar meine Echos. Wow. Die größte Gefahr ist eigentlich, dass mich einer runterwirft und ich renne auf die Brücke. Ja. Was soll denn das? Gerade noch drüber reden. Ach du Heiligsblechle. Ist der von oben oder so? Ist der runtergekommen? Witzig. Naja, Hauptsache man erschrickt sich mal, ne? Okay, hier scheinen die Spinnen nicht einfach so rein zu können. Ich mach schnell die Truhe auf, ich will gar nicht wissen, was hier noch passiert. Ah, ja. Ein Bastard von Loran, ich meine, den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Wenn ich da jetzt wieder hochgehe, lande ich wieder bei den Spinnen. Das mache ich jetzt nicht. Ich gebe jetzt einfach die Echos aus und dann schauen wir mal, was noch passiert. Dass Leute Nachrichten direkt vor die Laterne schreiben müssen. Das ist eigentlich nicht okay. Okay, wenn ich auf die Uhr schaue, glaube ich fast, dass ich mit dem Kelchverlies heute nicht mehr fertig werde. Aber. Hm. 5000 Echos, das kriege ich auch noch mal zusammen. Das kann ja so schnell nicht sein. Ja, ich mache mal besser noch ein bisschen mehr draus. Willkommen daheim. Was für. Nun gut, lasst mich. Lebt wohl. Ich finde es selbst gerade ganz witzig, weil das ist ein in meinen Augen absolut absurd hoher Level, den wir gerade haben mit dem Charakter. Aber ich weiß, dass es Bloodborne Communities gibt, deren Meta-Level noch viel höher liegt, also wofür sie sich dann für PvP und sowas treffen, nämlich bei 150. Und ich bin gerade ein wenig erstaunt darüber, warum man das machen sollte. Nee, ich gebe nicht gleich das ganze Kaltblut aus, das hebe ich mir auf für harte Zeiten. Ich finde es irgendwie angemessener, das Kaltblut aufzuheben und nur dann zu nutzen, wenn einem noch ein paar Echos fehlen bis zum nächsten Level. Weil wenn ich jetzt direkt alles ausgebe und dadurch ein Level mehr erhalte, dann kommt es viel öfter vor, dass ich dann mit einer Menge an Echos da sitze, die ich einfach nicht mehr ausgeben kann für ein Level und dann muss ich sie für irgendwelche Quatsch ausgeben, was ich auch nicht brauche. So, schauen wir gerade mal weiter. Die Sache ist ja die, dass wir auch für den Thumero E-Heal Kelch, wie er heißt,
rotes Gelee brauchen und deswegen gerade hier eigentlich größtenteils nach rotem Gelee suchen. Wir haben ja aber auch schon welches davon. Genau hier. Wir hatten nämlich schon zwei davon aus der aus dieser Universität. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Forschungshalle oder sowas. Also nicht die Forschungshalle, sondern das dieses Übergangsgebiet zwischen dem Albtraum von Menses und Yharghul und so weiter. Da findet man nämlich zwei und das tut man schon relativ früh im Spiel, wenn man es möchte. Das heißt, theoretisch könnte ich da jetzt im New Game Plus auch einfach schon hingehen. Da habe ich nämlich auch Melia schon besiegt und dann hätten wir die Sache. Aber wir machen es natürlich lieber so. So, widerliche Bestie schon wieder. Ach, ich habe vergessen. Der Trick bei der widerlichen Bestie ist, dass man immer nach rechts auszuweichen hat. Außer natürlich, sie macht den Rückhandschlag. Und das finde ich ganz witzig, weil bei der bluthungrigen Bestie. Wow, was ist hier? Ist ja der Trick genau andersrum. Da muss man immer nach links ausweichen. Und das finde ich irgendwie doch erstaunlich schwer, sich zu merken. Okay, damit fangen wir gar nicht erst an. Ei. Okay. ja, wieder die widerliche Bestie. Im leidenden Loran war sie der Endgegner, jetzt ist sie der zweite Gegner, also quasi nochmal eins runtergestuft. Ist natürlich auch sehr bedeutungsschwanger und ich habe ja auch schon gesagt, die drei Bosse erzählen zusammen eine gewisse Geschichte. Kann man sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen ausmalen, was das vielleicht werden könnte. Ich wechsle mal eben auf Henriks Kleidung, einfach weil Blitzresistenz einfach sinnvoller ist. Nein, das ist nicht Henriks. So. Und ich überlege gerade fast, ich werde auch die Schwurrune wechseln, weil wir haben ja überhaupt nichts davon, die Seidenpflanze zu tragen, wenn ich eh den Sägespeer nur benutze. Also ich meine, im Verlauf des Verlieses hat es sich natürlich gelohnt, weil ich die Tentakeln ja dann doch auch viel benutzt habe. Aber bei dem Boss werde ich das nicht machen. Der ist viel zu anfällig gegen Feuer, als dass es sich lohnt, die Tentakel auch nur auszuprobieren. Dann nehme ich lieber die Jägerrune für ein bisschen mehr Ausdauerregeneration. Schön. Jetzt sehen wir sogar fast aus wie der echte Henrik. Also er hat das Sägehackbeil benutzt, nicht die Sägespeer, aber das ist ja schon sehr vergleichbar. So. Also eine kleine Anekdote zu der widerlichen Bestie, eher darin, wie man gegen sie kämpft. Ich habe immer im Hinterkopf diese Tatsache, man muss immer in eine bestimmte Richtung ausweichen. Weil es ist ja bei vielen Bossen so, dass die Attacken verschieden sind und man je nachdem in eine verschiedene Richtung ausweicht. Bei der bluthungrigen Bestie ist es ja dieses ganz eindeutige, man muss die ganze Zeit nur nach links, eigentlich fast nur laufen. Also man kann fast jede Attacke der bluthungrigen Bestie kommen, indem man einfach nur nach links läuft und gar nicht nach links ausweicht. Und ich habe immer im Hinterkopf, dass es bei der widerlichen Bestie so ähnlich ist, dass man auch immer in eine Richtung ausweicht und dann ist der Kampf völlig machbar. Und wenn man in die andere Richtung ausweicht, dann macht man sich einfach keinen Spaß, dann macht man sich es einfach viel schwerer als nötig. Und irgendwie, also es ist rechts, aber ich habe das Gefühl, ich habe den Kampf schon sehr oft gemacht und war einfach davon überzeugt, dass es links wäre und habe mir dadurch natürlich das Ganze schwerer gemacht, als es not täte. Das Gemeine ist, sie sieht einfach so aus, aber man kann sie leider nicht parieren. Obwohl sie so klein ist. Aber sie ist auch zu klein dafür, um verletzbare Körperteile zu haben, wie eben die ganzen großen Bestien. Also man kann, glaube ich, den Kopf verletzen, wenn man es richtig macht, aber das muss man erstmal hinkriegen, also einen kleinen Vieh.
Ach, man weicht bei einer Attacke auch einfach gerne ein bisschen zu früh aus. Das ist gemein. Jetzt hat sie sich aufgeladen. Jetzt geht natürlich der richtige Blitz spaßlos. Ach, ich bin ein Idiot. Oh, jetzt springt sie auch noch. Okay, das ging ja ganz souverän. Okay, Blitzdunst, Blutedelstein und ein Blutsteinbrocken. Ach, auch noch. Der Blitzdunst, Blutedelstein ist halt auch wieder mondsichelförmig. Das nervt doch, weil der die Kirchenhacke, die wir haben, hat leider keinen mondsichelförmigen Platz. Naja, das war ja schon ganz angenehm. Meine Pumpe geht gerade trotzdem, aber das war ganz okay. Das macht ja ganz schön Spaß, so wenn es einfach mal funktioniert. Natürlich auch hier wieder auffällig, wir haben jetzt auch keinen Wurzelkelch bekommen, obwohl es der zweite Boss war. Natürlich, weil Tiefe 4, in der wir ja jetzt gerade sind, das tiefste ist, was es gibt. Das heißt, natürlich kriegen wir da beim letzten Boss erst den Wurzelkelch. Ich habe schon wieder vergessen, die Logikal, aber wir gucken einfach gerade nochmal. Ja, okay, perfekt. Lebt wohl. So, dann gehen wir mal in die tiefste Tiefe. Also quasi der ja, schwierigste Teil. Ist natürlich im Verhältnis nichts gegen den verfluchten Wurzelkelch. Aber in der Theorie sollte das jetzt eigentlich das Schwierigste sein, was kommt. In der Praxis geht so. Also ich kann mich nicht erinnern, mit diesem Kelchverlies, mit dem Verlies selbst zumindest, große Probleme gehabt zu haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Boss sehr große Probleme hatte. Ich würde nicht sagen, dass der Boss, der jetzt kommt, einer der schwersten... Ja, es ist natürlich einer der schwersten im Spiel, klar. Ich meine, es ist Tiefe 5, Ebene 3. Natürlich ist der schwer. Und ich weiß, dass auch sehr viele Spieler zu Recht große Probleme mit dem haben. Und ich hatte auch schon große Probleme. Aber irgendwie ist er mir nicht so sehr im Gedächtnis damit geblieben, wie jetzt der Wachhund von ihm. Da gucke ich nochmal rein. Irgendwelche Geheimnisse erforscht man ja immer gern. Aha. Mhm. Sind diese Nischen, das macht es natürlich sehr verdächtig, dass da gleich irgendwelche Bestienpatienten einfach rausgehüpft kommen. Ach komm. Was soll das denn wieder? Ich höre doch Schritte. Wahrscheinlich kommt das hier erst noch, ja. Okay. Ah, das sind die Schritte oder was? Dieser riesige Werwolf. Ups. Okay. Ah, da unten ist ein... Ups, das war eigentlich überhaupt keine Absicht. Naja, okay. Ich muss hier gerade nochmal gucken, was wir gerade gefunden haben. Irgendwie sowas. Ja, das lohnt sich doch alles nicht.
So. Ich werde langsam ein wenig, merkt man ja auch, pedantischer mit den Dunstblut-Edelsteinen. Hauptsächlich natürlich deswegen, weil man macht den ganzen Quatsch hier ja eigentlich für nichts anderes. Oh. Mhm. Hier ist einfach ein paar Bartboten. Da kann man was kaufen. Ich meine, wir hatten schon mal in im unteren Hintergrab hatten wir das auch schon. Hier kann man zu völlig horrenden Preisen die normalen Sachen kaufen. Wie gesagt, Blutfiguren kosten für uns 720 Echos im Traum und hier das. Man kann die alten Jägerwaffen kaufen, also aus dem Download-Content. Und eben finstere Wurzelkelch. Den werden wir nicht brauchen. Ich hole ihn einfach aus Prinzip. Die finsteren Wurzelkelche sind quasi die, mit denen kann man nochmal spezielle andere Rituale machen, bei dem immer eine Glockenmaid da ist, die andere Spieler beschwört. Das ist einfach, um es nochmal schwieriger zu machen. Ich selbst habe noch nie einen finsteren Kelch für irgendwas benutzt. Ist, glaube ich, sehr beliebt, wenn man irgendwelche Fight Clubs abhalten will, also dass Leute sich speziell treffen und die ganze Zeit gegeneinander Duelle machen. Dann benutzen die Leute meistens diese finsteren Kelche, weil da sehr zuverlässig PvP eben möglich ist. Ach, noch einer. Verdammte Chimera. So, was passiert hier drin? Ist hier überhaupt irgendwas? Ah, da kommt schon wieder einer angerannt. Ich finde gerade schön mächtiges Verwandtenkaltblut. Das lohnt sich ja auch. Ja, ich habe die Tentakel jetzt nicht genommen, weil ich gerade die ganze Zeit gegen Bestien kämpfe. Und gegen die ist ja der Feuersägespeer viel besser. Und auf die Tentakeln hin und her zu wechseln, während ich gegen zwei gleichzeitig quasi kämpfe, ist natürlich auch nur mäßig praktisch. Ich hätte es natürlich machen können, ich habe nur nicht schnell genug dran gedacht. Okay. Ja, Moment mal. Da steht einfach eine Seuchenbestie. On guard. Ist natürlich schön, wenn man einfach die Treppe runterrutscht und nicht guckt. Aha. Ah. Ich dachte, ich benutze direkt das Gelernte und mache keine Eingeweide-Attacke bei ihm. Wollte eigentlich die Explosion machen, aber da war ich dann doch zu langsam für. ah ja, okay. Mhm. Okay, okay. Das gehört ja auch dazu. Jedes Mal derselbe Quatsch, oder? Ey, aber ich merke, ich könnte mich daran gewöhnen, so extrem viel Ausdauer zu haben. Es hat überhaupt keinen Wert. Außer, dass man halt die ganze Zeit draufschlagen kann. Okay. Jetzt bin ich ja im Hauptdungeon gelandet. Hä? Ich war doch überhaupt noch nicht da drin, oder? Ich gucke hier mal weiter. Das ist ja eine völlig absurde Konstruktion hier, dass man quasi von vor der Lampe in den Bereich kommt, der dann zu hinter der Lampe führt. Ich meine, gut, es gab es schon ein paar Mal. Oder ich glaube, mindestens einmal gab es auf jeden Fall schon. Ob es es zweimal gab, möchte ich jetzt nicht behaupten. Okay. So, da unten war ich aber noch nicht. Also ganz unten. Hier kommen bestimmt Ratten. Durch hier. Schleime könnten von der Decke hängen. Aha. Ah ja, tatsächlich. Da oben ist so eine Brücke. Das haben wir auch schon ein paar Mal. Da oben schwingen aus sich Klingen. Also irgendwie geht hier der Punk ab.
Wow. Ich dachte gerade. Ich dachte gerade, da fällt mir jetzt so ein Schleim auf den Kopf, weil es passiert ja auch gerne mal. Ah, haha. Hab ich gesehen. Okay, Hammer. Das ist hier auch gerade eine ganz komische Situation einfach, dass das hier quasi unterhalb dieser Brücke ist, bei der ich noch keine Ahnung habe, ob man da überhaupt von hier aus, wo ich bin, irgendwie hochkommt. Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ist es Teil vom echten Level. Ist ja auch witzig. Diese Schleime hier sind auch komisch. Die sind natürlich auch sehr für viele Leute ein extremes Problem. Das liegt daran, dass die einzige echte Schwäche, die diese Schleimbatzen haben, Arkanschaden ist. Und das machen natürlich außer uns auch wenige Leute. Okay. Ist hier eine Leiter? Ja. Irgendwie irritiert mich dieser, dieses Verlies hier extrem. Okay. Schauen wir mal, was da lang geht. Ja, okay, hier kommt man auf die Brücke hoch. Das ist ja schön. Hab ich Angst gehabt. So, und da kommt bestimmt jetzt ein Verrückter runtergerannt. Nee, das Loran Silberwest hier. Ach, angenehm. Das ist so eine zweite, ich sehe sie doch. Ich lasse mich doch hier nicht veralbern. Ich weiß doch, was abgeht. Die Viecher halten nichts aus, das ist unglaublich. Also ist jetzt auch, ich meine, die sind sehr empfindlich gegen Feuer und Blitzschaden und so ein Quatsch. Oh, da haben wir es schon. Aber die sind auch als Nahkampfcharakter oder als also als Blutfärbungscharakter und sowas, die sind einfach ein Witz. Das ist richtig komisch. So, hier bin ich irgendwo hergekommen. Wieder hoch. Warte, wo waren wir? Genau. Ah, ich gehe den Weg wieder zurück und wir gucken mal den normalen Weg lang. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass ich an irgendeiner Falle vorbeigelaufen bin und die irgendwie nicht ganz bemerkt habe. So, da müssen wir hin. Ha, Moment mal. Habe einfach nur so aus Spaß hochgeguckt. Da sieht man das Tageslicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur in Loran passieren kann, weil Loran sieht man ja öfter mal das Tageslicht bei diesen Brücken und sowas auch. Habe ich noch nie drauf geachtet. Aber es ist komisch, weil es ist ja hier Tiefe 5, das heißt, wir sind ja relativ tief unter der Erde. Warum sehen wir dann immer noch das Tageslicht? So tief kann es dann ja gar nicht sein. Okay, so, da ist... Da bin ich gerade hergekommen. Oh, da ist eine alte Jägerglocke. Für Vitus, den beschwöre ich jetzt mal, weil den habe ich schon mal gesehen und nicht beschworen, weil es direkt vor einem Boss war und ich nicht weiß, was das für einer ist. Ich glaube, es ist einfach ein alter Jäger. Also einer, der wirklich aussieht wie die Gegner, die man halt im Albtraum des Jägers und so bekämpft. Der hat gerade einfach Bastard von Loran fallen lassen. Ja, tatsächlich. Ist wirklich einfach so ein standardmäßiger alter Jäger mit dem Bestienschlitzer als Waffe. Ach schön, dann können wir das auch mal in Action sehen. Also so in Action, dass nicht wir es abbekommen. Okay, ist ein riesiger Raum. Ah, ich gehe mal oben lang. Obwohl, ne, ich gehe mal unten lang. Wir schauen das mal unten. Schön. Auch schön. So, hier passiert sonst gerade... Sind das alles Wege oder nicht? Nee, das sind alles einfach gar keine Wege. Hier geht gar nichts lang. Hier unten ist nichts. Das ist ja schon mal nicht so viel. Dann schauen wir mal, was oben ist.
Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich diesen Raum angucke. Ich weiß nicht warum. Ich habe kleine Flashbacks an einen ganz ähnlichen Aufbau von Raum, wo da drin auch so ein Jäger mit zwei Hunden rumrennt. Das heißt, ich gehe erstmal hier rein. Muss ja nicht sein. Ich weiß nicht, das ist gerade einfach nur ein Bauchgefühl. Das hat nichts zu bedeuten. Aber manchmal ist es halt so. Ich gucke erstmal, was hier ist. Eine Loran-Silberbestie. Ah, der macht dir überhaupt keinen Schaden, süß. Der macht nicht mal 100 Schaden an dem Vieh. Hat auch keine aufgerüsteten Waffen. Es ist leider völlig absurd, dass die ganzen beschworenen NPC-Jäger keine aufgerüsteten Waffen haben. Es gibt schon welche, die haben das. Also, Waller hat relativ eindeutig welche. Der Königin-Mörder hat auf jeden Fall aufgerüstete Waffen. Also, weil dafür macht seine Kanone und sein Rad einfach viel zu viel Schaden. Ich glaube auch Walter von der Liga hat auch welche, aber der ganze Rest ist genau wie der so völlige witzlose Aktion eigentlich, den überhaupt zu beschwören. Aber es ist auch schön. Mir gefällt es auch, ich mag auch den Stil der alten Jäger. Also der Charakter, mit dem ich das Ganze hier schon mal solo durchgemacht habe, ohne einmal Hilfe zu beschwören, war auch ein alter Jäger, hat dieselbe Waffe benutzt. Das gefällt mir gut. Hieß aber nicht Vitus. Okay, dann gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Ja, ich hab's doch gesagt. Wow. Und Vitus macht nicht mal Schaden. Ne? Es war wirklich reines Bauchgefühl, dass genau diese Gegner da drin rumrennen. Aber so ist es manchmal. Okay, da rennen noch so ein paar Bestienpatienten rum. Und irgendwo müsste dann ja auch noch dieser Jäger rumrennen. Irgendwo. Aber wo? Ah, hier. Ja, ich merke schon. Überall Bestienpatienten, ey. Wie soll man denn darauf klarkommen? Also wenn man quasi hier reinkommt, hat man direkt alle Gegner auf einmal im Gesicht. Das ist ja gut, dass ich außen rumgelaufen bin. Die Typen sind wirklich keine angenehmen Gegner. Es ist wirklich jedes Mal ein richtiger Kampf, wenn man gegen kämpft. Ich wundere mich, dass das nicht einfach mal ein Bosskampf ist. Das wäre ja was cool. Ich weiß nicht, für Dark Souls 2 einfach ein Boss mit zwei Adds dazu. Das ist ja hier in Bloodborne meistens nicht so, aber... Wäre angemessen als Bosskampf gewesen. Naja gut, damit sind wir hier auch schon wieder durch. Falls nicht noch irgendein Zusatzgebiet kommt. Ich nehme den kleinen Lappen da mal weiterhin mit. Das heißt, ich gucke jetzt hier erstmal, ob noch ein Zusatzgebiet kommt. Und wenn ja, nehme ich mit. Und wenn nicht, gehe ich in den Traum des Jägers zurück. Ah, sieht nicht so aus. Okay. Hierzu will ich noch einer zum Beschwören? Nein? Okay. Dann gehe ich in den Traum des Jägers zurück, gebe die Echos aus, weil bei dem Boss werde ich mit Sicherheit sterben. Schauen wir doch mal. Das sind so, da bin ich jetzt keine Kaltblute. Da kaufe ich jetzt einfach irgendwas für das ganze Geld. Haben wir genug? Das lohnt sich überhaupt nicht. Ah, davon können wir auch ein paar kaufen. So.
Molotow-Cocktails skalieren ja auch mit dem Arkanschaden. Ist eigentlich komisch, dass ich nie welche benutze. Ich glaube, sie skalieren nicht gut genug, um wirklich zu rechtfertigen, sie auf unserem Level jetzt noch zu benutzen. Aber so ist es. Ich ärgere mich jetzt auch gerade ein bisschen, weil ich in Voraussicht auf dieses ganze Kelchverlies auf Unteres Loran eigentlich noch vorher mich nochmal schlau machen wollte, noch ein Video schauen wollte, wo ich das letzte Mal schon drüber geredet habe oder das vorletzte Mal und das da schon nicht gesehen hatte, nämlich von Redgrave das Video über Dunkelbestien und Izzy und Archibald und sowas. Das ist tatsächlich hier... okay, da geht's nicht lang. Wow. Hier ist es tatsächlich relevant, weil ich meine, es wird sich jetzt gleich ergeben, warum, aber ich habe echt nicht gedacht, dass ich den verfluchten, das verfluchte Kelchverlies jetzt überhaupt schon schaffe. Ich habe wirklich gedacht, ich hänge die ganze restliche Folge da jetzt an diesem blöden Hund und an Amygdala. Naja. So, keiner zum Beschwören. Schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Ich meine, nach dem, was ich gerade gesagt habe, ist relativ klar, was jetzt für ein Gegner kommt. Die Loran Dunkelbestie. Ach. Das werde ich, glaube ich, so schnell nicht lernen. Das sogenannte Loran-Kamerabiest nennen wir es auch, weil... man merkt es ja vielleicht ein bisschen. Kann eigentlich, wenn man richtig rollt, auch die Nova quasi überleben. Aber da muss man wissen, wann genau man rollen muss. Und das habe ich nie so richtig gelernt. Okay, ich wollte es gar nicht erst gezaubern. Man erinnert sich vielleicht bei Pal dran, wenn man einen Arm quasi kaputt gemacht hat, fällt das ganze Vieh einfach. Wow. Wow. Chill. Auf die Erde. Und man kann gemütlich draufhacken, aber da muss man halt erstmal so weit kommen, ne? Ich glaube, jetzt hat es fast. Das sieht ja schon ganz gut aus. Schießt richtig Blitze. Wow, ja, chill, Mann. Ah, Scheiße, jetzt sieht's knapp aus. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viele Probleme mir dieser Boss beim letzten Mal gemacht hat. Ich habe ihn wirklich wochenlang probiert. Jetzt das. Ich habe auch ein bisschen darauf gebraucht, ihn nicht zu schaffen.
aus Hoffnung, dass ich dann in der Zwischenzeit noch dieses Video von Radgrave gucken könnte und die ganze schöne Geschichte und so weiter, die er auspackt, nochmal wiederzugeben. Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Gedächtnis vorstellen. Ich meine, so viel unglaublich intensiv, was da drin war, was wir nicht schon längst irgendwie besprochen hätten, kommt da auch nicht vor in dem Video, in dem Video von ihm. Größtenteils redet er über Archibald, er redet über den ehrfurchtlosen Izzy, aber eben auch über die Dunkelbestien. Und da kommt natürlich auch hinzu, dass, was ich gesagt habe, dass die drei Bosse in unteren Loran gemeinsam quasi eine Geschichte erzählen. Wir haben erst die kleine Loran-Silberbestie, die scheinbar so eine Art Anfangsstadium für eine Entwicklung von Bestie ist, die wir in Yharnam so nicht haben. Dann haben wir die widerliche Bestie, die ja schon diese riesige Primat ist. Und jetzt am Ende eben die Dunkelbestie, die hier in dem unteren Loran auf zwei Weisen extrem wichtig ist. Zum einen ist sie der Präzedenzfall für einen wiederverwendeten Boss, der einen anderen Namen hat. Ich habe da ja gerade bei Rom, habe ich da ja schon drüber geredet, dass man ja immer argumentieren kann, ja toll, in den Kelch verließen, da wird ja einfach nur, wenn ja einfach nur die Bosse einfach wiederverwertet, ja, das hat ja überhaupt keine Bedeutung, wer weiß, ob Rom wirklich Rom ist oder einfach nur eine Wiederverwertung, was soll es heißen, aber wir sehen es ja hier, wir haben in der Wachwelt gegen Dunkelbestie Pal gekämpft und hier gegen die Loran-Dunkelbestie. Das ist der exakt gleiche Boss, nur mit besseren Werten, aber er heißt anders. Das heißt, es geht, man kann die Bosse umbenennen. Es ist nicht so, als könnte FromSoft das einfach nicht, als müssten die den dann gleich heißen, das, oder als wären die zu faul dafür. Oder als würden die sich das sparen, weil es kostet ja viel Geld, den Boss umzubenennen, keine Ahnung. Wir sehen hier also, dass nur weil ein Boss in den Kelch verließen und und im Hauptspiel vorkommt, das muss nicht einfach eine Kopie sein. Deswegen, das ist für mich der Beweis, dass Rom in der Wachwelt, nicht unbedingt im Hauptspiel, also auf dem Mondlichtsee, als auch hier in den Kelchverliesen, wirklich dieselbe Rom ist. Während die Dunkelbestie hier ja zwei verschiedene Dunkelbestien sind, die vorgekommen sind. Aber das nur dazu, das ist ja eigentlich von der Lore her viel wichtiger für eben Rom und wer auch immer noch alles vorkommt, Amygdala zum Beispiel, viel wichtiger. Die Loran-Dunkelbestie, ist natürlich so, die Loran-Silberbestie ist eine Bestie, die relativ eindeutig aus Loran stammt. Die Loran-Dunkelbestie können wir nicht sagen, weil Dunkelbestie Pal ja nicht Loran-Dunkelbestie heißt. Die ist ja auch nicht die Yharnam-Dunkelbestie oder sowas. Das heißt, es ist natürlich schwer zu sagen, ob die Dunkelbestien wirklich aus Loran stammen. Aber ich habe ja schon mal ein bisschen das Fass aufgemacht, dass es gut möglich ist, dass diese Entwicklung an Bestien, die Blitze als Fähigkeit besitzen, vielleicht direkt mit Loran verbunden ist. Ich meine, hier in Loran herrschen ja immer Gewitter und so weiter. Es sind ja überall Blitze. Wir haben alle Bestien, die Blitze erzeugen können, treffen wir hier in Loran. Das ist schon, da kann man, glaube ich, denke ich, schon ganz gut das verargumentieren, dass das unmittelbar mit Loran zusammenhängt, dass die Bestien, die Blitze beherrschen, aus Loran ursprünglich stammen. Wir wissen bei Pal nicht, ob die oder der nicht auch aus Loran stammt. Wir haben keine Ahnung. Pal ist ein extrem exotischer Name. Ist, glaube ich, überhaupt kein Name für einen Menschen, sondern eigentlich ursprünglich von einer Stadt, die, wenn ich mich nicht irre, an der Elfenbeinküste liegt. Also in Anführungszeichen Wüstengebiet. Also alles, was mit Afrika zu tun hat, assoziieren wir ja nicht umsonst sofort mit Wüste. Könnte man also argumentieren, dass Pal selbst auch von da irgendwo stammt und vielleicht deswegen in sich drin diese Bestie auch schon hat, die Dunkelbestie ist. Wir wissen ja vom ehrfurchtlosen Izzy, dass er eigentlich nicht wirklich was Neues erfunden hat, sondern einfach nur gelernt hat zu kanalisieren, was tief im Inneren des Menschen ist. Nämlich hier, erste Zeile direkt, eins der verbotenen Jägerwerkzeuge des ehrfurchtlosen Izzy. Und der letzte Absatz: Das unbeschreibliche Geräusch wird über die Stimmbänder des Nutzers übertragen, was die Frage aufwirft, welche schreckliche Dinge im Körper des Menschen schlummern. Und dasselbe bei der Bestienklaue. Da ist es ja auch sehr so beschrieben. Da ist es jetzt nicht wirklich so beschrieben, dass man denkt, oh, das ist das Innere
des Menschen, aber gerade das, das Bestiengebrüll lässt ja sehr diesen Schluss nahe, dass im Menschen eben die Bestie auch jederzeit lauert. Das ist natürlich dann auch wieder ein Thema für dieses ganze Evolutionsding. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt schon ein einziges Mal darüber geredet habe, aber dieser große, also ich meine, ich habe auf jeden Fall schon mal darüber geredet, dass in Bloodborne die Geschichte ja immer sehr aus Spaltungen besteht. Wir haben dann ja immer so mehrere Fraktionen, die in die verschiedenen Richtungen sich abspalten. Immer in die Richtung altes Blut und Augen im Inneren. Also Blut und Einsicht. Da haben wir ja zum Beispiel die Kirche gegen Burgenworth, wir haben die, die Ekelblüter gegen die Henker, wir haben den Chor gegen die Schule von Menzies. Das sind ja alles immer so dieses, die einen versuchen eher auf Blutebene zu forschen, die anderen eher auf Augenebene. Und das scheint, also da gibt es auch sehr stichhaltige Theorien, oder was heißt stichhaltige Theorien, aber Theorien, die klingen eigentlich schon ganz stimmig und da gibt es wenig gegen zu verargumentieren, dass es im Grunde genommen zwei Formen von Evolution für den Menschen sind. Ich meine, der Begriff Evolution existiert ja auch in Bloodborne. Master Willem sagt ja auch, dass Evolution ohne Mut keinen Wert hat oder sowas. Man muss immer mit Mut an die Evolution rangehen. Und da habe ich auch schon die Theorie eben gelesen, dass wir dabei von einer Weiterentwicklung und einer Rückentwicklung des Menschen sprechen. Nämlich, wenn wir das alte Blut benutzen, entwickeln wir uns zurück zu den Ursprüngen, zu unserem natürlichen tierartigen Verhalten als Bestie. Wenn wir aber Einsicht benutzen und Augen im Inneren entwickeln, entwickeln wir uns weiter zu etwas Höherem, zu etwas, was kommunizieren kann mit anderen Dimensionen und so weiter. Das ist quasi, der Mensch sich quasi auf einer Achse befindet und sich in eine oder andere Richtung entwickelt, je nachdem, ob er mehr Blut konsumiert oder mehr Einsicht aufbaut. Da spielt dann auch ganz gut rein, dass wir als Charakter, wenn wir eben die ganzen Nabelschnüre konsumiert haben und sehr viele Augen im Inneren entwickelt haben und ganz viel Blut konsumiert haben und viele Blutechos und so weiter, was wir ja eh machen, dass unser Charakter dann imstande ist, sich in eine dritte Richtung zu entwickeln. Eine Richtung, die beides umschließt und damit mächtiger wird und eine Art großartiger wird. Weil wir haben unglaublich viele Fälle von Leuten, die einfach nur sehr viel Einsicht angehäuft haben und konnten damit nicht viel anfangen. Die viele davon sind einfach verrückt geworden. Da sehen wir halt so die verlorenen Wahnsinnigen hier im Kelchlabyrinth zum Beispiel sind solche Fälle. Man kann verargumentieren, dass diese ganzen himmlischen Kinder, nicht himmlische Kinder, der himmlische Abgesandte und sowas, dass das alles solche Leute sind, die die Hirnsauger sind so ein Fall und so. Die haben einfach nur Einsicht angehäuft und sind auch nicht weitergekommen. Da kann man beim himmlischen Abgesandten natürlich jetzt argumentieren, der gilt auch als großartiger, aber der scheint ja auch nicht wirklich supermächtig zu sein. Dasselbe gilt für Rom, die hat ja auch scheinbar einfach Augen im Inneren erhalten und ist dadurch jetzt eben geistlos, also im japanischen Original einfach geistig behindert, weil es einfach scheinbar der Geist das gar nicht erfassen kann, was Rom jetzt alles wahrnehmen kann. Möglich. Und diese ganze Entwicklungstheorie spielt natürlich sehr schön hier mit rein, dass dieses im Bestiengebrüll genannte Innere, was im Inneren des Menschen schlummert, eben diese Bestie ist, zu der wir uns zurückentwickeln können. Und es ist natürlich auch gut zu verargumentieren, dass aus verschiedenen Regionen die Menschen sich zu verschiedenen Dingen entwickeln, wenn sie eine Bestie werden. Nicht komplett verschieden, die bleiben alle bestienartig. Dunkelbestie und widerliche Bestie und Loran Silberbestie sind sehr ähnlich zu den Bestien, die wir in Janem haben, als die Seuchenbestien und die Klerikerbestien und so. Sind primatenartiger im Gegensatz zu wolfsartiger, haben scheinbar Blitze als Fähigkeit, aber ist dem schon ähnlich. Und wir merken ja auch gerade in Loran, aber auch generell in den Fumerischen Kelchen, dass sehr viele von den Fumerern, die zu Bestien geworden sind, auch nochmal anders aussehen. Nämlich sowas wie die Hunde von den Knochenaschenjägern, wo ich gerade so drüber geflucht habe, die bestienbesessene Seele, diese ganzen komischen Feuermagier, die haben alle diese Widdergeweihe, das ist was relativ einzigartig ist für Fumera, die scheinbar zu Bestien geworden sind. Die haben auch alle diese Feuermagie. Und Feuermagie ist was wir in Fumero antreffen und nicht in Janem und scheinbar auch nicht wirklich, ja, nicht wirklich in Loran, lässt sich sagen, in Loran-Verließen findet man schon diese Feuermagier, aber das sind meinem Empfinden nach Fumera, die sich so entwickelt haben, die dann vielleicht hierher gekommen sind, wer weiß. Wir wissen ja nicht, wie Loran und Fumero genau miteinander zusammenhängen, ob das eine Kolonie von Fumero ist oder was auch immer. Das heißt, wir haben ja quasi schon so eine gewisse, in Anführungszeichen, Präzedenzfall dafür, dass
die verschiedenen Bestien aus verschiedenen Regionen eben verschieden aussehen. Ich habe auch Argumentation gehört, dass zum Beispiel bei Kanehurst die Gargoyles und sowas, dass das die Bestien von Kanehurst sind, in die sich eben Ekelblüter irgendwann entwickeln, weil es wieder eine komplett andere Art ist, weil es steinartige Wesen sind, die mit der Kälte besser klarkommen als halt Wölfe. Keine Ahnung, ob man das sinnvoll argumentieren kann, aber in Kanehurst liegt halt Schnee und wer weiß. Es ist so stichhaltig ist es am Ende alles nicht. Es sind wirklich komplett reine, aus der Luft gegriffene Theorien, die man mit denen man irgendwie versucht, Sachen im Spiel zu erklären. Was bei der Dunkelbestie aber auch einfach immens interessant ist, das ist, glaube ich, bei der Waffe besser beschrieben. Hergestellt, indem die langen Knochen einer untoten Dunkelbestie herausgemeißelt und an der Waffe befestigt wurden. Die Knochen leben noch. Und wenn sie entfesselt werden, verleihen sie dem Träger einen Spritzer bestialischer Kraft. Danach kommt dieser Absatz mit, wenn Fleisch durch Trunk und Blut verspritzt wird, erwacht die Bestie im Inneren und im Laufe der Zeit brechen auf Träger diese Waffen Wogen von Kraft und Fieberträume ein. Der zweite Absatz bezieht sich, glaube ich, wieder sehr auf diese Bestie im Inneren, die der ehrfurchtlose Izzy scheinbar sehr, er hat sie nicht umarmt, aber er hat sie erfasst und sich zunutze gemacht. Der erste Absatz ist aber, finde ich, auch immens interessant, weil es eben die ganze Zeit von untoten Dunkelbestien redet. Und es ist wahr, die Dunkelbestie sieht eigentlich aus wie, ja, wie Haut und Knochen, das klingt jetzt sprichwörtlich, aber es ist im Grunde genommen ein Skelett, was nur noch minimalst mit Haut, mit fast mumifiziert wirkender Haut überzogen ist. Und es ist, das ist zum einen natürlich extrem dieses ganze Thema von Elektrizität, die untotes Gewebe am Leben erhält, was ja nicht umsonst gerade bei Archibald immer sehr viel Thema ist. Archibald war ja dieser quasi verrückte Wissenschaftler, der ja sehr quasi der Nikola Tesla dieses Universums ist, aber ich finde viel mehr als der Nikola Tesla dieses Universums, weil er hat diese ganzen Tesla-Spuren und so Quatsch erfunden, das ähnelt sehr dem, was Archibald macht, aber an wen er mich eben auch erinnert, an berühmten Wissenschaftlern, ist Dr. Frankenstein, der ja auch mit Elektrizität Leichenteile wiederbelebt hat. Ich glaube nicht, dass Archibald das gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Archibald wirklich wie Dr. Frankenstein Leben erschaffen hat mit Elektrizität. Er hat sich mehr daran inspiriert, also ist Tesla eigentlich viel naheliegender als Frankenstein. Aber ich glaube, dieser Stil soll ein bisschen mitgebracht werden, weil wir haben eben auch diese ganzen Thematiken von Dr. Frankenstein, haben wir eben auch in Yahagul, wo auch Archibald die ganze Zeit unterwegs war. Archibald ist auch ein umwerfend deutscher Name, so wie Frankenstein ja auch. Wir haben ja in Yahagul zum einen die Dunkelbestie Pal, dieses heißt das untote Wesen, was scheinbar nur durch seine eigene Elektrizität am Leben erhalten bleibt. Das ist zumindest, was ich glaube, was damit passiert. Aber wir haben in Yahagul ja auch dieses ganze Thema von zusammengeschmolzenen Leichenteilen, das wiederbelebt wurde. So der Wiedergeborene als Bosskampf und diese ganzen vollgestopften Särge. Das hat alles nichts mit Archibald selbst zu tun. Aber ich glaube, das soll schon sehr diese Assoziation auch ein bisschen hervorrufen. Das ist, macht in meinen Augen auch nur Sinn, dass Dr. Frankenstein als Thema in diesem Spiel auch verwurstet ist, weil wir reden ja von viktorianischem Horror. Und alle anderen großen viktorianischen Horrorszenarien sind ja eigentlich verbaut. Nicht alle anderen großen. Was wir zum Beispiel auch nicht haben, sind der Unsichtbare und sowas. Aber wir haben mit Kanehurst quasi das ganze Vampir-Thema. Wir haben insgesamt das ganze Werwolf-Thema. Wir haben mit Gascoigne, kann man verargumentieren, und vielleicht auch mit dem blinden Bettler, das Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Thema. Nicht wirklich zwingend, das ist eher so eine Sache, das hat man eigentlich auch ein bisschen mit Josefka, die ja dann am Ende sich auch wandelt. Da ist es dann zwar eine andere Person, aber da ist das Thema so ein bisschen ja auch mit drin. Aber Gascoigne sieht halt wirklich gerade in seiner Bestiengestalt 1:1 aus wie Mr. Hyde in den meisten Darstellungen. Und der blinde Bettler kann sich jederzeit willentlich in dieses Monster verwandeln und redet die ganze Zeit davon, dass alle anderen eigentlich die Bösen sind, was ja auch sehr in dieses ganze Thema mit reinspielt. Also ist es für mich zumindest sehr naheliegend, dass das ganze Frankenstein-Thema da auch mit aufgemacht wird. Nur als kleiner Wink mit dem Zaunfall quasi, nicht als großartiges, oh, hier ist jetzt das Dr. Frankenstein-Level und der Dr. Frankenstein-Gegner, sowas hat Bloodborne ja nicht nötig. Das macht ja selbst bei Vampiren nicht ganz so groß dieses Ding so auf. Aber gerade das wirkt für mich eben sehr so, als wär das, woran man denken soll, wenn man diese Dunkelbestien sieht, die ja, habe ich gerade kurz erwähnt, aber das ist für mich, wie es wirkt. Was ist eine Dunkelbestie, wirkt für mich sehr wie, als wäre diese Energie dieser Loran-Bestien, die diese Blitze erzeugen können, so immens, dass diese Elektrizität
und dieser pure Wille, das Wesen noch am Leben hält, obwohl es eigentlich tot ist. Es ist nur noch ein Skelett, aber Elektrizität als Energie hält es irgendwie zusammen und bewegt es. Ich meine, wir haben in unserem Körper ja auch so eine gewisse Menge Elektrizität, meistens nur für Nerven, das ist eigentlich nicht der Rede wert, aber das braucht man ja eigentlich auch. Und es ist ja eben auch dieses Thema, was, wie gesagt, bei Dr. Frankenstein aufgemacht wird. Klingt für mich sehr, als könnte das sein, was hier passiert. Und es wirft in meinen Augen auch nochmal ein anderes Licht auf den Hüter der alten Lords, nee, nicht auf den Hüter, auf den Aufpasser der alten Lords, nämlich den riesigen brennenden Hund, den wir heute Anfang der Folge gesehen haben, der scheinbar auch so eine Bestie ist, die nur durch ihr Feuer am Leben gehalten wird, weil, worüber ich auch noch nicht ein einziges Mal geredet habe, was jetzt auch nicht sonst das Riesending ist, der Aufpasser der alten Lords, dieser riesige brennende Hund, blutet nicht. Wenn man ihn schlägt, kommt Lava raus. Und das ist ja auch sehr... Ich meine, wir haben einmal ein Monster, was aus Elektrizität besteht, einmal ein Monster, was aus Feuer besteht. Funktioniert ja beides. Was wir im Spiel nicht haben, ist ein Monster, was nur aus Arkanen besteht. Aber ich glaube, dafür ist Arkanes nicht explizit genug erfassbar als eine Energieform. Vielleicht sind die großartigen, nicht die großartigen, die Verwandten argumentierbar sowas. Wer weiß. Wie dem auch sei, ich glaube, damit haben wir es für diese Folge geschafft. Wir haben noch ganze 2 Kelchverliese vor uns. Nächste Woche gibt es keine Folge, da bin ich im Urlaub. In der Woche drauf aber dann wieder. Und da muss ich mir, glaube ich, auch langsam überlegen, was wir dann machen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ich habe von einem Freund den guten Tipp bekommen, einfach mal eine Online-Umfrage zu starten, was ich denn als nächstes machen soll. Da habe ich schon ein paar Ideen, sowas wie zum Beispiel die Dark Souls-Teile alle 3. Challenge Runs in Bloodborne, sowas wie auf Blutlevel 4 oder sowas zu versuchen, das Spiel durchzumachen. Kann man ja auch mal machen. Oder was komplett anderes. Gibt es ja auch noch einiges. Ich habe zum Beispiel Horizon Zero Dawn immer noch offen, aber da weiß ich nicht so ganz, ob sich das eignet. Weil das ist ein Spiel, wo ich selbst kein Hintergrundwissen habe und mir auch nur das Spiel angucke, während das passiert. Finde ich persönlich nicht ganz so spannend für die Art, wie ich das hier mache. Aber das soll, glaube ich, ein Thema für einen anderen Tag sein. Ich verabschiede mich dann mal. Wir sehen uns in 2 Wochen hoffentlich wieder und ansonsten einen schönen Tag noch.